was bisher geschah. Es ist immer da, richtig? Ich bin ein Halbbruder und weniger als ein halber Sohn. Dir wär's lieber, wenn ich tot und Nick wieder da wäre. Ist es das? Denk, was du willst. Ich hatte eine Sprengung genehmigt und zwei Männer sind gestorben. Weißt du, ich wollte ja etwas sagen, aber die Firma und die Anwälte haben gesagt, lassen Sie es sein. Und da habe ich einfach den Mund gehalten. Ich war zu feige, ehrlich und menschlich zu sein und zu sagen, dass es mir so leid tut. Ich beantrage einen weiteren Punkt. Ich hoffe, dass mich jemand unterstützt, wenn ich den Antrag für Gangellen Frisch vorschlage. Der wurde gestern schon gekippt. Ich gebe Ihnen mal eine Zusammenfassung der Vorzüge für Bio und Fleisch. Das reicht jetzt. Ich unterstütze Jodys Vorschlag. Jodie McCloud ist eine von uns. Sie weiß, wovon sie redet. Geben wir ihr eine Chance? Ich habe kein gutes Gefühl. Woher wissen wir, dass da das steht, was wir denken, dass da steht? Willkommen in der Heimat von Gangellen Frisch. Drover's Run ist ein verlaustes Dreckloch. Ich habe es prüfen lassen. Zweimal. Wo steckt Alex mit dem Colonel? Wir müssen doch zeigen, wer die Limmer gezeugt hat. Er kommt schon. Phil Rackage hat angerufen und uns Glück gewünscht. Wir sind vollkommen locker. Ein ganzer Landkreis verlässt sich darauf, dass wir den Deal an Land ziehen, aber wir sind vollkommen locker. Okay, kommt her. Das Karten tauschen. Doch, kommt schon. Los, kommt schon. Okay. Und eins, zwei vorzeigen. Drei, vier austauschen. Beide Hände und ablesen. Guten Morgen, Mr. Yamaguchi. Vielleicht sage ich guten Morgen auf Japanisch? Nein, überlass das Jody. Drover's Run, die Yokoso. 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 Kite kureta arigato gozaimasu. Zaimasu. Wissen Sie, sie hatten großes Glück. Aber ich denke, wir sollten sie doch lieber ins Krankenhaus bringen und röntgen lassen. Jody, ich brauche noch eine Aussage von Ihnen, aber das geht auch später noch. Ich habe ihn nicht gesehen. Da war keine Zeit um. Ist schon gut. Also dann. Na los. Wollen wir jemanden anrufen? Ihre Familie oder Freunde vielleicht? Nein, eigentlich muss ich nach Hause. Ich muss unbedingt nach Hause, weil ich... Sie müssen aber auf jeden Fall erst mal ins Krankenhaus. Nein, hören Sie, mir geht's gut. Wirklich.
Ich muss nur ganz dringend nach Hause. Sie warten auf die Hüte. Wenn Jody sich am Truckstop festquatscht, dann... Jody kommt gleich. Sie hat die ganze Sache organisiert. Also die Japaner kommen erst in einer halben Stunde. Das ist noch okay. Und sie erwarten, dass alles läuft wie geschmiert. Sie kommt auf den letzten Drücker. Das wurde auch Zeit. Oh nein, sie sind schon früher. Nicht auf die Uhr gucken, das hört sich schon. Der Begleiter von Austrade wird uns bestimmt helfen. Okay. Guten Morgen. Willkommen auf Drover's Run. Guten Morgen. Das ist Mr. Yamaguchi, Mr. Tanaka, Mr. Umiso und Mr. Koiso. Ich bin Stevie Hall. Ich bin Kate Manfredi. Ich bin Reagan McLeod. Willkommen auf Drover's Run. Ich habe schon viele Male mit Jody Fountain gesprochen. Oh, ja, Jody ist kurz aufgehalten worden. Ich bitte um Entschuldigung. Verzeihung. Wir hatten mit Mark Elliott Kontakt von Austrade. Oh, es tut mir leid. Mr. Elliott ist heute Morgen krank geworden und konnte Fischer nicht verlassen. Ich würde Ihnen gerne meine Frau vorstellen, Amy. Es wäre doch schade gewesen, abzusagen. Mein Mann und ich können beide übersetzen, also dachten wir lassen es dabei. Oh, vielen Dank, wir freuen uns sehr darüber. Ich wollte meine Reise nicht abkürzen. Ich komme aus West Victoria, dem Wimmera. Oh, ach so, das Weizenland. Aber ich bin jetzt Tokioterin, durch und durch. Daichi? Wir möchten Ihnen gerne einen Tee anbieten. Danke, das wäre nett. Ochai, tadakimashu. Bitte. Ist wirklich alles in Ordnung? Mir geht's gut. Schön, ich melde mich dann wegen der Aussage. Machen wir's so. Niyokoso. Kite kurete. Arigato. Gozaimasu. Gozaimasu. Sie geben sich große Mühe. Dankeschön. Oh, nein, kein Problem. Wir haben für heute sehr viel für Sie vorbereitet. Schönes Spruchband. Oh, danke. Riesige Kühe ergeben glückliche Steaks. Nein, nein, da soll eigentlich stehen... Ist schon gut. War nur ein Scherz. Guten Morgen. Es tut mir so leid. Es ist leider was dazwischen gekommen. Ich hatte... Jody, was ist passiert? Nein, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Hallo. Drover's Run. Nie... Yokoso, kite kurete, arigato, gozaimasu, kale. Tut mir leid, ich hab's ist vergessen. Ist okay, schon gut, komm mal mit. Verzeihung, entschuldigen Sie uns. Komm, Jody, komm. Es tut mir sehr leid, Jody. Geht es nicht besonders gut? Raymond, kümmere du dich um unsere Gäste und ich bin gleich wieder da. Entschuldigung. Natürlich, bitte. Er hat einfach nur so da gesessen. Ich wusste nicht mal, dass er es war. Jody. Und dann habe ich sein Gesicht gesehen. Weiß Alex es schon? Oh Gott, Alex, daran habe ich doch gar nicht gedacht. Nein, Stevie, er hat Fiona. Er schafft das schon. Die Polizei will, dass ich eine Aussage mache. Harrys Wagen ist auf der falschen Straßenseite gefahren. Das ist alles, was ich noch weiß. Okay, hör mal. Wir können alles absagen heute. Was? Nein, können wir nicht. Die ganze Gegend verlässt sich auf uns. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich habe ihm noch mal Tee eingeschenkt. Alles in Ordnung? Hey, es ist nur ein Vertrag. Stevie, nein, es geht um Gangellen Frisch. Das ist sehr wichtig. Bitte, wir dürfen es nicht verlieren. Oh Gott, es tut mir so leid. Das ist ja furchtbar, Jody. Sag denen doch einfach, dass wir darauf angewiesen sind, wie wichtig dieser Vertrag Jody, ist. Jody, wir sollten uns jetzt nicht Nein, über sowas Jody hat Gedanken. Recht. Wir können es schaffen. Wir sollten mit dem Rundgang anfangen. Kommt, wenn sie es möchte, ziehen wir es für sie durch, ja? Ja. Wir machen es. Geht. Oh, Jody. Ich bin ja da.
Also keine chemischen Rückstände, keine Antibiotika. Wir halten sie ganz natürlich auf grüner Weide und unter blauem Himmel. Ach so. Dadurch haben wir hier Premium-Qualität, alle unsere Tiere. Ja, und danach möchten wir Ihnen gern zeigen, wie wir unser Vieh treiben. Ah, Cowboy, no Jodes. Sind Sie sicher, dass es im Moment angemessen ist? Vielleicht sollten wir gehen. Nein, nein, völlig in Ordnung. Außerdem haben Sie so eine weite Reise hinter sich. Konnichiwa allerseits. Entschuldigt die Verspätung. Der Colonel hatte einen Tobsuchtsanfall, als er in den Anhänger sollte. Darum habe ich ihn zur Beruhigung auf die Weide gelassen. Hey! Was ist? Habe ich vergessen, mich zu verbeugen? Stevie! Mensch, was ist los? Es ist was passiert. Ja, was? Was ist passiert? Es geht um Harry. Alles klar. Was hat der Spinner jetzt wieder angestellt? Es ist ein Autounfall gewesen. Alex, es tut mir so leid, er ist tot. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Alex? Alex? Mein Liebling. Komm mit, ich bring dich nach Hause. Oh Gott, Alex, es tut mir so leid. Es tut mir leid, es war eine unübersichtliche Kurve. Er ist auf der falschen Straßenseite gefahren. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Jodie. Komm mit, ist schon gut. No. Komm jetzt. Lass uns wieder reingehen, okay? Wie geht es Jodie? Sie ist völlig fertig. Ich muss zu ihr. Kate ist schon da. Ich dachte, ich lasse sie ein paar Fotos machen und dann fangen wir am besten gleich mit dem Grillen an. Ja, aber das Viehtreiben sollte doch das Highlight sein. Ich weiß, aber ohne Jodie... Mr. Tanaka, es tut mir sehr leid, wir mussten unsere Planung etwas verändern. Es ist ein schwieriger Zeitpunkt für Sie alle. Es ist sehr unpassend, heute Geschäfte zu machen. Was ist mit morgen? Könnten Sie morgen wiederkommen? Wir haben einen Flug gebucht. Es tut mir sehr leid. Wir können wiederkommen. In 18 Monaten oder 2 Jahren. 2 Jahre? Na super. Wir sollten jetzt gehen. Haben Sie meine Frau gesehen? Sie wollte spazieren gehen. Amy wollte etwas frische Luft schnappen. Wissen Sie, in welche Richtung sie gegangen ist? Nein, aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir finden sie. Nein, ich möchte nicht, dass Bitte. Sie sich... Ich würde gern selbst nach meiner Frau suchen. Okay, Reagan, könntest du bitte mit Mr. Tanaka auf Skinny Jims nachsehen und ich werde dann am Fluss suchen. Ja, sicher. Mr. Tanaka, bitte. Hey, es war ein Unfall. Du darfst dich nicht fertig machen. Harry ist auf der falschen Straßenseite gefahren, hast du gesagt. Dann hättest du gar nichts dagegen tun können. Ich habe meine japanischen Sätze geübt. Ich habe sie die ganze Zeit immer wiederholt. Das verursacht doch keinen Unfall. Ich erinnere mich an die Kurve und dann... Ja? Joe, was war? Mein Telefon. Es hat geklingelt und ich... Ich hab die Schuld. Ich hab weggeguckt und nach meinem Telefon gesucht. Leider bin ich sehr beschäftigt, Phil. Kann ich Sie zurückrufen? Ich hab die Schuld. Kate, ich hab Harry getötet. Ich war es. Thank you.
bin es. Du hattest einen Unfall, habe ich gehört, Alterchen, ha? Was ist los? Ruf mich zurück. Bei Nick haben sie sich auch geirrt. Sie dachten, er wäre tot und er war es nicht. Auf diese Weise verschwindet Harry Ryan nicht. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Sowas nicht umgehauen. Wo haben Sie ihn hingebracht? Nach Fischer. Ins Krankenhaus. Dann fahren wir dahin. Amy! Bin ich zu lange weggeblieben? Die Besichtigung ist zu Ende. Wir haben einfach zu viele Probleme im Moment. Das ist aber schade. Der japanische Markt ist nicht leicht zu knacken. Ja, schon klar. Ich habe nur ein bisschen Abstand gebraucht. Etwas Stille. Tokio ist ein Hexenkessel. Überall Menschen. Schwer, sich daran zu gewöhnen. Seit wann leben Sie da? 5 Jahre schon. Daichi war ein Schüler von mir in meinem Sprachkurs. Dies ist mein erster Besuch hier zu Hause. Das war sicher ein Schock für Sie. Ist das so leicht zu erkennen? Daichi weiß das, was nicht stimmt, nur ich kann es ihm nicht sagen. Tokio ist ja seine Heimat. Ich dachte, es könnte auch meine sein, aber ich weiß nicht, wenn ich hier bin und ich sehe den Himmel und die Landschaft und alles, dann ist es nicht so einfach. Es tut mir sehr leid. Sie wollen das bestimmt nicht hören. Nein, ist schon in Ordnung. Ich weiß ganz genau, wie es ist, neu anzufangen. Ich bin früher ständig umgezogen. Hatte nirgends Wurzeln. Tja, und dann hat es mich hierher verschlagen, wissen Sie? Das kann ich gut verstehen. Es ist wunderschön. Aber es ist nicht nur wegen der Landschaft. Es sind die Menschen. Die Freundschaften. Deswegen bin ich hier geblieben. Haben Sie sich schon mal nach was gesehnt, das Sie nicht haben konnten? Oh ja. Amy! Sehr weh, oder? Zu wissen, dass man loslassen muss. Oder geht es nur mir so? Nein, es tut sehr weh. Es gibt andere Verträge. Ganze Menge. Sogar bessere als diesen hier. Ich hätte niemals ans Telefon gehen sollen. Das ist nur ein kleiner Teil in einer ganzen Pechsträhne gewesen. Pechsträhne? Unfälle passieren dann, wenn viele Dinge einfach gleichzeitig schief laufen. Wenn du nicht in der Kurve gewesen wärst in der Sekunde, wenn Harry nicht auf der falschen Straßenseite gefahren wäre... Wenn ich eine Minute früher oder später angerufen hätte. Was ist? Du bist es gewesen? Du hast mich angerufen? Ja, ich denke, ich wollte dich nur fragen, wann du... Wieso hast du das getan? Du wusstest doch, dass ich Auto fahre. Und du weißt, dass ich immer rangehe, falls es Mom ist, das weißt du doch. Es tut mir leid. Ich muss der Polizei das mit dem Telefon sagen, oder? Dann muss ich ins Gefängnis, weil es fahrlässige Tötung ist. Jodie. Das ist zu viel. Ha ha ha!
Alex ist tot. Oder soll ich es vielleicht lieber tun? Ich fahre jetzt eine Runde. Bitte. Ich möchte dir helfen. Auf einem Motorrad sieht die Welt besser aus. Sagen. Ich habe keine Erinnerung an das Telefon und dann erzählt die Polizei Alex, dass es ein Unfall war. Könntest du damit leben? Ich würde es irgendwie versuchen. Davon abgesehen, dass es eine Lüge ist und total verkehrt. Und dass es dich auffrisst, bis du dich selbst hasst. Jody, ich bin wirklich Expertin in Sachen Selbsthass. Tu dir das nicht an, glaub mir. Regan, das Minenunglück ist nicht deine Schuld gewesen. Nicht aus juristischer Sicht. Aber was danach passiert ist, ich... Jody, du darfst nicht denselben Fehler wie ich machen. Welchen Fehler denn? Ich habe nie mit den Familien der Männer gesprochen, die verunglückt sind. Ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich konnte ihnen nie in die Augen sehen. Ich konnte mich nicht entschuldigen. Ich habe ihren Verlust nicht zur Kenntnis genommen und das war... Das war falsch, das war grundfalsch. Du darfst die Wahrheit nicht verschweigen. Das ist der einzige Weg, Jody. Hast du es dir wirklich überlegt? Ich meine, du darfst auch nichts überstürzen. Ich kann doch nicht lügen, Kate. Nein, natürlich nicht, aber ich meine, wird Alex das jetzt wirklich hören wollen? Ist es nicht besser zu warten? Kann schon sein, aber ich... Wenn du wartest, wirst du es wahrscheinlich nie schaffen. Augenblick, war das deine Idee? Aber du wolltest, dass ich mit ihr rede. Ich verstehe nur nicht ganz, was ihr das jetzt bringen soll, Regan. Entschuldige, aber Jody ist diejenige, die damit leben muss und nicht du. Ja. Jody. Hey, sag mir, dass du absolut sicher bist, dass du es willst. Ja, natürlich. Okay, na schön, dann begleite ich dich dahin. Ja. Du hast erstmal genug getan, danke. Viel Glück. Danke. Alex, soll ich dir mal helfen? Nein, geht schon. Alex, lass mich doch... Nein! Du verdammtes Scheißding!
Ach, dieser blöde alte Mistkerl! Ich hab's ihm noch gesagt. Patrick kann den Wagen reparieren. Er hätte es nicht machen müssen. Hat er auf mich gehört? Nein. Nein, du dummer alter Idiot! Wollte zu so einem Buschmechaniker, einen Fischer. Hauptsache, er spart einen beschissenen Cent. Und weißt du noch was? Als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Haben wir uns gestritten. War ganz was Neues zwischen uns. Telefon von Alex. Ja. Eine Sekunde, Fiona, ich gebe ihn dir. Es ist Fiona. Hallo? Nein, mir geht's gut. Alles klar. Ich repariere die Zäune. Ich komme bald nach Hause. Ja, bis dann. Sie macht sich Sorgen um mich. Sie ist deine zukünftige Frau. Das ist ihre Aufgabe, Alex. Hallo, ich mach das für Sie. Ich habe das mit Harry gehört. Es tut mir sehr leid, Sandra. Er war ein guter Chef. Ich denke nur, ich meine, er hätte nicht sterben dürfen. Einfach so weggehen, das ist ein Fehler. Das ist ganz verkehrt. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich konnte es auch nicht glauben, als ich es erfuhr. Sie haben doch Visionen, oder? Eigentlich nur noch ganz selten. Aber Sie können es noch, richtig? Naja, es geht nicht auf Kommando. Es passiert einfach. Können Sie Harry sehen? Entschuldigung, also nein, so funktioniert das nicht. Bitte. Ich will es doch nur wissen. Hat er seinen Frieden? Weiß er denn, wie sehr ich ihn geliebt habe? Hat er das verstanden? Es tut mir sehr leid. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wenn Sie ihm sagen wollen, dass Sie ihn lieben, sagen Sie es ihm. Sagen Sie es ihm. Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bisschen Beschäftigungstherapie. Besser als rumzusitzen. Jodie. Bist du okay? Können wir reden? Ja. Das ist sein neuer Bulle. Ersatz für King Harold. King Harold, der Zweite. Ja. Der König ist tot. Lang lebe der König. Alex, wegen des Unfalls. Jodie, es ist in Ordnung. Die Polizei hat mich informiert. Da ist aber noch was anderes. Bevor es passiert ist, hat mein Handy geklingelt. Und ich hab's gesucht und wollte rangehen.
Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Ich habe nicht auf die Straße geguckt. Ich wollte es dir nur selbst erzählen, bevor du es von der Polizei erfährst. Alex, ich bitte dich nicht mehr zu verzeihen, aber ich... Du solltest jetzt gehen. Hallo? Ah, hallo Fiona, ich bin es, Stevie. Ja, Stevie. Hallo. Wie geht es Alex? Naja, so lala. Kann ich ihn bitte mal kurz sprechen? Es tut mir leid, er ist schon ins Bett gegangen, er war fertig. Ja, kann ich verstehen. Würdest du ihm dann einfach sagen, sag ihm bitte nur, dass ich an ihn denke. Aber natürlich. Danke für den Anruf. Wiederhören. Wer war das? Wieder ein Beileidsanruf. Gegessen. Ich habe wirklich keinen Hunger. Es war ein langer Tag. Aber danke, dass du dir so viel Mühe machst. Ich habe Schokolade. Ich kann gehen und sie holen, wenn du willst. Oh nein, danke. Du solltest erst mal schlafen. Ja. Ich will auch eigentlich gar nicht mehr wach sein. Aber schlafen will ich irgendwie auch nicht. Kate, als ich dich vorhin angemacht habe. Oh, hey. Ist schon gut. Freunde dürfen sich auch mal anschreien. Könntest du vielleicht eine Matratze holen und heute hier schlafen? Ja, klar, wenn du das... Bitte. Lass mich bitte nicht allein. Ja. Sie ist total traurig, Tucker. Du wirst sie wohl eine Zeit lang nicht sehen. Aber keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Wir kümmern uns um euch alle. Amy? Alles okay? Ja, ich wollte einfach weg. Oh, muss Ihr Ehemann sich Sorgen machen? Nicht, solange ich zurückkomme, bevor er aufgewacht ist. Danke für Ihre Worte heute Vormittag. Sie haben recht. Am wichtigsten sind die Menschen. Und ein Mensch ganz besonders. Aha, Daichi. Genau. Meine Zukunft ist an seiner Seite. Ganz egal wo, das spielt keine Rolle. Und Sie sind extra hergefahren, um mir das zu sagen? Naja, zum Teil schon. Ich bräuchte allerdings auch noch was von Ihnen. Es sind so viele Unterlagen. Sind Sie sicher, Sie kommen damit klar? Naja, ich kann für nichts garantieren. Ich bin ja nur Mr. Tanakas Frau. Ja, aber Sie mochten es. Sie waren beeindruckt. Ja, und wie? Aber das Protokoll muss nun mal sein. Und der Besuch ist nicht gerade wie geplant gelaufen. Aber wer weiß, wenn der Deal günstig ist, dann kann ich Sie vielleicht umstimmen. Dieser Deal ist erstklassig. Gut, überlassen Sie es nur mir. Und ich hoffe, Sie werden auch wieder glücklich. Ja, klar, jetzt, wo Sie es übernommen haben? Nein, ich meine, keine Ahnung, was es ist, was Sie loslassen müssen. Ach so. Naja, vielleicht müsste ich nach Tokio ziehen, dann wäre es leichter. So schwer? Ziemlich heftig. Kommen Sie, schnell nach Hause. Was ihr damit machen? Es wäre ein schöner Wandschmuck. Wir behalten es. Wir finden noch andere japanische Kunden. Oder wir könnten es für 2 Jahre einmotten, bis Mr. Tanaka es sich möglicherweise noch mal überlegt. Andererseits müssen wir vielleicht gar nicht so lange warten.
Ich dachte, Sie fliegen heute ab. Muss an unserem ländlichen Charme liegen. Wie konnten Sie dem widerstehen? Was hat das zu bedeuten? Also entweder Sie haben was vergessen oder das Blatt hat sich gewendet. Mr. Yamaguchi, Mr. Tanaka, herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie alle herzlich. Matayokuso. Vielen Dank. Oh, Jody. Ich hoffe, es geht Ihnen heute besser. Ja, danke sehr. Eigentlich haben wir gar nicht erwartet, Sie wiederzusehen. Oh nein, aber offensichtlich haben Sie eine Unterhändlerin mit großer Überzeugungskraft, nicht? Das liebst du doch so an mir. Wir freuen uns sehr auf eine lange und produktive Geschäftsbeziehung mit Ihnen. Ja, wir auch. Eine Scherze. Kommen Sie hier, alles vorbereitet. Stevie? Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Frau gesagt haben, aber... Ich habe das Gefühl, als ob eine Last von ihr genommen wurde. Vielen Dank. Nichts zu danken. Naja, wir haben nur ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Das ist alles. Ich hoffe, eines Tages besuchen Sie uns in Japan. Oh, das wäre schön. Ich möchte bald mal in Tokio Fleischausgang Gellen essen. Kein Heimweh mehr heute? Steht Ihnen sehr gut. Ach, eigentlich habe ich schon etwas Heimweh. Die Wohnung, shoppen gehen, meine Freunde. So, das ist für Sie. Wirklich? Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich hoffe, dass sie hilft Ihnen auch. Sie werden es sehen. Danke sehr. Amy, hayaku shinaito. Ima iku. Alles gut. Passen Sie gut auf sich auf. Danke, Sie auch. Wow! Sayonara. Bis dann. Müssen wir uns verbeugen. Alles gut. Wieder Sayonara. Also, können wir uns unterhalten, Jody? Hören Sie, Jody, ich werde gleich Ihre Aussage aufnehmen. Aber etwas sollten Sie vorher wissen. Naja, also ich muss Ihnen auch was Wichtiges sagen. Direkt vor dem Unfall ist was passiert und ja, ich... Ja, das wissen wir. Offenbar hat sich Mr. Ryans Fahrzeug auf der falschen Straßenseite befunden, als Sie aufgefahren sind. Was? Wir haben einen ersten Befund der Obduktion erhalten. Mr. Ryan ist nicht aufgrund des Unfalls gestorben. Wahrscheinlich hat er einen Herzinfarkt erlitten. Verursacht durch den Unfall? Nein. Nein, er ist schon vorher tot gewesen. Wir wissen nicht, wie lange, 15 Minuten vielleicht... Aber vielleicht auch länger. Also dann ist es nicht meine Schuld? Nein. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, ich meine, ich habe auf mein Handy geguckt, als es gekracht hat. Ich habe gedacht, wenn ich nicht unkonzentriert gewesen wäre, hätte ich es verhindern können. Vielleicht aber auch nicht. Trotzdem ist es natürlich eine Ordnungswidrigkeit, im Auto zu telefonieren. Ja. Aber ich denke mal, es wird nicht wieder vorkommen. Nein. Also, jetzt zu Ihrer Aussage. Es dauert nicht lange. Das siehst du. Auf Amys Karte stand, es sei eine alte japanische Tradition.
sind wunderschön. Es hilft einem dabei, loszulassen, die Seele zu befreien und sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. Oder es wenigstens zu versuchen. Das ist für zwei Männer, die ich gekannt habe. Mögen sie ihren Frieden finden. Und ihre Familien ebenso. Und ich bitte auch. Wofür ist dein Lampion, Kate? Ich bin katholisch und Italienerin. Das würde stundenlang dauern. Und der ist für Harry. Auf Wiedersehen, Harry Ryan. Du warst wirklich einzigartig.